So Leute, jetzt sind wir wieder in Nuka World. Ich bin mal gespannt, was Shanks jetzt mit uns macht. Wenn wir uns jetzt schon wieder ins Kamera schickt, dann kotze ich aber. Nicht ganz schnell von dort verpissen. Mitten ins Mikro. Dann müssen wir Ihnen wohl mal zeigen, mit wem Sie es hier zu tun haben. Gute Arbeit. Und jetzt los. Jetzt besprechen die Erwachsenen die Sache. Dachte mir schon, dass das früher oder später passieren würde. Unser Außenposten hat die Aufmerksamkeit einiger unserer neuen Nachbarn im Commonwealth auf sich gezogen. Eine Raider-Gruppe glaubt, wir wollen ihr Gebiet erobern. Klingt, als würden sie alles kurz und klein hauen wollen. Auch unsere Leute. Sieht aus wie eine gute Gelegenheit, ein Exempel zu statuieren. Denkst du dasselbe wie ich? Was kannst du mir über diese Bande erzählen? Nicht viel. Der Boss nennt sich wohl Sünder. Behauptet, er hätte genug Leute, um uns von dem Land zu vertreiben, das wir uns genommen haben. Er muss wohl noch lernen, wer über ihm steht. Haben wir da gleiche Vorstellungen, wie das passieren sollte? Ausdiskutieren, ihnen Stücke reißen. Ich will versuchen, mit ihnen zu reden. Das ist dann wohl ein Nein. Schau, Boss. Dein Ruf mag dir hier bei uns helfen, aber bei den Raidern draußen im Commonwealth gilt er nichts. Alles, was diese Schwachmaten verstehen, ist Gewalt. Und es ist an der Zeit, ihnen beim Verstehen zu helfen. Aber du solltest wohl besser los. Lass unsere neuen Freunde nicht warten. Das wäre nicht sehr nachbarschaftlich. Jetzt mal ins Mikro gekotzt, Alter. Was für ein Scheißspiel. Jetzt habe ich schon wieder ins Kamburg. Ich schwör's dir. Na gut. Es ist egal, ob ich jetzt direkt die erste Stadt bei mir nahe des Commonwealths jetzt hier nahe der Haltestelle genommen hätte oder nicht. Klar, dann müsste ich nicht quer durchs Commonwealth reisen, klar. Mich kotzt nur eine Sache an. Der lange Weg gar nicht. Es kotzt mich nur an, dass ich immer wieder von Nuka World ins Commonwealth muss und wieder andersrum. Das erinnert mich so ein bisschen an die Typen von, nicht die Erleuchteten, wie hießen die denn? Die Feuergestählten? Weiß ich jetzt gar nicht. Auch so eine Raider-Truppe. Die haben den einen Typen auch, Entschuldigung, versprochen, dass sie außerhalb des Commonwealth plündern gehen. Hört mich irgendwie so an den gleichen Schaffen. Bitte halten Sie die Türen frei! Oh Mann, ehrlich, ey, ich könnte so kotzen. Vor. Und nach dem Ladebildschirm seht ihr uns dann direkt wieder vor den Toren.